zusammen. Ein neuer Montag, der vorletzte für mich in diesem Schuljahr. Ja, ich bin schon ganz schön ferienreif, habe ich so das Gefühl. Ja, ich habe heute Nacht sehr schlecht geschlafen. So am Wochenende habe ich mich ganz gut ausgeruht, aber ich fühle mich total kaputt. Ich bin irgendwie das erste Mal vor 1 wach gewesen und dann konnte ich nicht mehr richtig einschlafen. Bin dann irgendwann aufs Sofa umgezogen, weil ich da manchmal ein bisschen besser irgendwie einschlafen kann, wenn so nebenbei der Fernseher mich beschallt. Ja, und irgendwie das letzte Mal auf die Uhr geguckt habe ich um 2:15. Also habe ich dann nochmal so ja, 1,5 Stunden Schlaf irgendwie bekommen. Aber ich fühle mich wie gerädert, wirklich ganz, ganz fies. Das heißt, das Erste, was ich nachher in der Schule mache, ist Kaffee trinken. Ich bin zwar schon dabei, trinke hier meinen Protein-Shake-Kaffee, aber ich fürchte, das wird für heute nicht reichen. Ich habe heute streng genommen gar keinen Unterricht. Ich werde heute versuchen, die Filmgeschichte für diese Einschulungsfeier fertig zu bekommen. War ja letzte Woche sehr, sehr anstrengend mit meiner wuseligen 5. Klasse. Ich hoffe, das wird heute ein bisschen entspannter. Heute wollen wir so ein bisschen im Unterricht filmen. Ich habe schon meine Mathe-Kollegin angehauen und meinen Besuch angekündigt. Und dann wollen wir nochmal filmen, was man so in der Pause bei uns in der Schule machen kann. Sie Mensa vorstellen, alles so ein Kram. Also werden wir viel im Gebäude unterwegs sein. Und ich denke, dass die Doppelstunde Englisch, die ich eigentlich mit denen hätte, dafür ausreicht. Und ja, den einzigen richtigen Unterricht, den ich nachher habe, ist der Hausunterricht. Ich gehe davon aus, dass sie heute da ist. Letzte Woche war sie es ja nicht, aber bis jetzt habe ich keine Nachricht bekommen. Also gehe ich erstmal davon aus, dass das stattfindet. Und dann haben wir noch Klassenrat. Und ja, es gab letzte Woche da wieder so ein Theater, wo einer dem anderen irgendwie, weiß ich nicht, einige Schüler haben dem anderen die Tür zugehalten und der hat dann eingeschubst, der hat ihm eine Backpfeife gegeben und alles so ein Theater. Und ja, letzte Woche hatte ich halt keine Gelegenheit mehr, das in der Klasse zu thematisieren, weil ich die Klasse erst wieder heute habe. Und dementsprechend, ja, gehe ich davon aus, dass wir da drüber sprechen werden. Und ich fürchte fast, ich werde dann nachher auch noch 1, 2 Eltern anrufen müssen. Ja, und dann ist mein Schultag auch vorbei. Also der Montag heute ist so ein bisschen, weiß ich nicht, ich habe so das Gefühl, so, ob ich da bin oder nicht, macht jetzt nicht so den großen Unterschied. Aber natürlich fahre ich in die Schule, auch wenn ich wirklich todmüde bin. Ich hoffe, es wird heute nicht so warm, laut Wettervorhersage so um die 20 Grad. Aber ich finde es draußen schon irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, drückend. Ja, und bei uns im Gebäude, da staut sich die Hitze wie mit unseren 5. Klassen direkt unterm Dach. Und ja, da gibt es Schöneres. Aber gut, ich lasse mich überraschen, wir werden sehen. Ja, und ansonsten für heute habe ich nicht mehr viel geplant. Ach, übrigens habe ich das Gewinnspiel jetzt von dem Lehrerkalender ausgelost. Die Dame, ich meine, es ist eine Dame, die gewonnen hat, die hat ein privates Konto bei Instagram. Dementsprechend müsstest du einmal mich als Follower annehmen, damit wir uns ein bisschen austauschen können bezüglich Adresse. Und ja, dann hoffe ich, dass der Kalender hier bald weggeht, weil ich habe hier noch den Originalkarton im Arbeitszimmer liegen und der nimmt dann schon ein bisschen Platz weg. Ja, also das habe ich dann auch noch erledigt. Am Wochenende habe ich sonst überhaupt nichts für die Schule gemacht. Ich hatte mir ja vorgenommen, dass ich für unseren Referendar so eine Literaturliste fertig mache. Bin ich irgendwie nicht so gekommen. Gestern fingen bei mir schon so Kopfschmerzen nachmittags an und die haben mich dann so ein bisschen dahin gerafft. Also ich habe dafür dann eigentlich am Wochenende habe ich mich gar nicht mehr an den Schreibtisch gesetzt. Was aber auch okay ist, weil ich mir denke, so, ja, das ist jetzt nichts, was von heute auf morgen schnell passieren muss. Und ja, ich stelle mich schon so ein bisschen auf den Ferienmodus ein. Gott sei Dank bin ich mit Zeugniskonferenzen und so weit durch. Also jetzt muss man irgendwie nur noch zusehen, dass man 2 Wochen die Kinder im Unterricht sinnvoll, einigermaßen sinnvoll beschäftigt. Zumindest noch diese Woche. Nächste Woche ist ja dann sowieso, weiß ich nicht, Klasse aufräumen, Bücher abgeben und was da alles immer so ansteht. Da ist ja dann eh kein geordneter Unterricht irgendwie mehr möglich. Ja. Und ich schnappe mir jetzt meine Sachen. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Ich hoffe, bei euch dauert es auch nicht mehr allzu lange bis zu den Sommerferien. Aber zu wissen, dass es nur noch 2 Montage sind, motiviert mich dann doch gleich noch viel mehr in die Schule zu fahren. Guten Morgen, meine Lieben. Ja, es ist jetzt schon Dienstag. Gestern hatte ich irgendwie, weiß ich nicht, nicht mehr so die Muße zu filmen. Ich war gestern echt latent genervt von meinem Schultag. Komme ich gleich noch genauer drauf.
Und irgendwie war ich dann auch froh, als abends hier Ruhe zu Hause war. Und von daher war gestern Film irgendwie nicht mehr drin. Ja, apropos Film. Ich habe gestern meinen Filmwahn geschafft, bis auf eine Sache, alles zu filmen. Ich muss heute nochmal beim Kollegen in den Informatikunterricht rein. Aber ansonsten haben wir soweit alles fertig. Es lief, finde ich, auch ein bisschen besser als letzte Woche. Vielleicht mussten sich erstmal so ein bisschen an Kamera und so gewöhnen. Aber das haben wir auf jeden Fall ganz gut fertig bekommen. Ja, latent genervt, wie ich gerade meinte. Meine Klasse ging mir gestern, oder einige aus meiner Klasse ging mir gestern sehr, sehr auf die Nerven. Wo fange ich an? Ja, genau. Letzte Woche gab es einen Konflikt, hatte mir die Kollegin aus dem Technikunterricht erzählt, was letztendlich dahin mündete, dass ja einer den anderen so weggeschubst hat, weil er ihm irgendwie im Weg stand und der hat dem anderen dann eine Backpfeife gegeben und ja, habe ich dann gestern in der dritten Stunde dann direkt mit denen thematisiert, habe mir das alles nochmal erzählen lassen und ja, was soll ich sagen? Ich finde es halt einfach sehr nervig, dass die einfach nicht lernen, sich mal nicht zu ärgern. Also meine Kollegin am Freitag hatte schon mit dem besprochen, dass halt für den einen was lustig ist und Spaß macht und der andere findet es halt blöd und fühlt sich dann geärgert und mag das halt überhaupt nicht. Die kapieren das einfach nicht. Und ich frage mich, wann lernen sie das endlich? Also so schwer ist das ja nicht. Das Witzige, oder eher gesagt das Ärgerliche. Ich habe denen ganz klar gesagt, wer jetzt bis zu den Ferien, was wir halten mal fest, ne, das sind anderthalb Wochen, wer es bis dahin nicht schafft, sich vernünftig zu benehmen, die anderen in Ruhe zu lassen, hier keinen Streit zu provozieren, zu ärgern, was auch immer, der wird von einer Schwimmveranstaltung ausgeschlossen. Also ein paar Sportkollegen und unsere Sporthelfer, die bieten nächste Woche Donnerstag an, dass in dem Freibad, was gegenüber von unserer Schule liegt, so ein Sportfest, Schwimmfest mit den Kindern zu machen. Und ja, meine Klasse wollte da unbedingt dran teilnehmen. Ist ja auch alles okay, können wir ja auch gerne tun. Aber ich habe halt gesagt, wer sich hier nicht benimmt, der darf dann da nicht mitmachen, sondern der begleitet mich dann den ganzen Donnerstag schön im Unterricht. So, das war in der dritten Stunde. Dann haben wir zwei Stunden gefilmt, dann hatten sie noch eine Stunde, ich glaube, Deutsch, dann hatten sie Mittagspause, dann hatten wir Klassenrat. Und eigentlich war ich der Meinung, Klassenrat haben wir soweit nichts groß zu besprechen. Allerdings gab es wieder Theater und es ist einfach nicht zu fassen. Da hat ein Schüler aus meiner Klasse, eine Mitschüler, irgendwie von hinten so die Maske runtergezogen und ihn dann damit geärgert. Und ja, der Mitschüler wurde dann irgendwie so aggressiv, dass er irgendwie einen Schüler aus einer Parallelklasse, irgendwie gab es dann da noch irgendwie Theater, ich weiß es nicht so genau. Aber ich habe mir gedacht, es kann ja wohl nicht wahr sein, wir haben in der dritten Stunde erst besprochen, dass wir das doch bitte sein lassen. Und ich habe denen auch klar Konsequenzen angedroht. Und dann habe ich den Schüler, der die Maske da vom Gesicht gerissen hat, gefragt, was soll denn das? Warum hast du das gemacht? Und er guckt mich einfach nur an und keine Reaktion. Und das finde ich halt immer das Ätzendste, dass sie dann da sitzen und nichts sagen. Und die könnten ja wenigstens sagen, ja, aber halt Mist, hätte ich nicht machen sollen, tut mir leid, wie auch immer. Und er sitzt da einfach und guckt mich nur an und sagt gar nichts dazu. Und ich habe gesagt, wir haben gerade erst darüber gesprochen. Also wirklich gerade erst. Und schon ist wieder irgendein Mist. Und mir hat es dann echt gereicht. Und ich habe gesagt, so Leute, du bleibst dann am Donnerstag bei mir. Du gehst nicht mit ins Schwimmbad. So, schien ihm auch egal zu sein. Glaube ich zwar nicht, aber so nach außen hat er halt getan, als wäre es ihm egal. Aber ich bin so genervt. Also das zieht sich dieses Schuljahr so extrem durch und ich verstehe es einfach nicht. Dann hatte ich noch drei andere Jungs, die sich schon irgendwie vor längerer Zeit gestritten hatten. Und dann haben wir das draußen auch besprochen, weil die sich trotzdem immer noch irgendwie, sie versuchen sich manchmal aus dem Weg zu gehen. Manchmal ärgern sie sich, der eine redet noch über den, alles so ein totales Drama. Der eine hat sich bei dem anderen entschuldigt, der hat die Entschuldigung zwar angenommen, möchte aber nicht mit ihm befreundet sein, das versteht derjenige, der sich da entschuldigt hat, aber nicht, aber ich habe mich doch entschuldigt. Nur so, also totaler Kindergarten. Und ja, ich weiß, die sind 10, 11 Jahre alt, die müssen solche Dinge halt auch erst teilweise lernen. Ne? Corona-bedingt war ja auch wenig mit hier sozialen Kontakten und so, habe ich für alles Verständnis. Aber ich bin genervt. Ich möchte, dass sie einfach lernen, wie man vernünftig miteinander umgeht. Wenn ich jemanden nicht mag, gehe ich ihm aus dem Weg, rede von mir aus nicht mit dem. Aber wenn ich neben dem im Unterricht irgendwie sitzen muss, mit ihm arbeiten muss, dann kriege ich das trotzdem irgendwie vernünftig hin.
es ist todesanstrengend. Ich habe auch auf dem Plan für nächstes Schuljahr direkt zum Start mit unserem Schulsozialarbeiter irgendwie so ein Projekt zum Thema Konfliktlösung, soziales Klima in der Klasse, irgendwie sowas müssen wir machen, weil es nervt mich unfassbar. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja, so mit der, in dem Zustand bin ich dann gestern nach Hause gefahren, also es war total nervig. Was wir allerdings hinbekommen haben, ist für den letzten Schultag Frühstück zu organisieren. Die essen meine Stunden, wer was mitbringt. Da muss ich allerdings noch gucken, ob ich überhaupt dran teilnehmen darf. Also die hätten bei unserer, bei meiner Klassenleitungskollegin sowieso Deutsch. Das heißt, sie wäre auf jeden Fall mit der Klasse da. Ich würde da auch ganz gern dran teilnehmen. Ich kann noch nicht richtig reden, ist noch zu früh am Morgen. Muss aber gucken, weil ich im 9er Englischband drin bin, ob ich da irgendwen finde, der mich vertritt. Wie auch immer, keine Ahnung, da kümmere ich mich so im Laufe der Woche drum. Ja. Jetzt gleich in der Schule habe ich ein bisschen was zu tun. Wir haben gestern eine E-Mail bekommen. Wir sollen uns überlegen für das kommende 7. Schuljahr, die jetzigen 6er, wie die in die Englischkurse eingeteilt werden sollen, welche Schülerkombinationen man möglichst vermeiden sollte. Und das sollen wir halt bis nächsten Dienstag zur Lehrerkonferenz fertig haben, dass das dann besprochen wird. Ich wage zu bezweifeln, dass wir jetzt irgendwie die Woche noch dazu kommen, gerade auch weil ein Feiertag ist, uns alle 6 oder 5, ich weiß gar nicht, 5 glaube ich sind wir, zusammenzusetzen, um das zu besprechen. Deshalb habe ich jetzt eine E-Mail rumgeschickt und habe angeboten, dass ich das mache. Die sollen mir halt nur sagen, welche Schülerkommis gar nicht gehen, dass ich dann halt die Kurszuteilung irgendwie mache. Aber ich hoffe, dass ich das im Laufe der Woche dann noch bekomme, dass ich das am Wochenende fertig machen kann, dass das dann fertig ist. So, also irgendwie, ich habe heute so gar keinen Nerv auf Schule. Ich bin echt genervt und ich finde es echt schade, weil so die letzten 1,5 Wochen sollten ja eigentlich so ein bisschen ganz nett werden, wo man nicht so auf Unterrichtsvorbereitung und Unterricht fokussiert ist, aber naja. Mhm. Meine 9er, die bekommen gleich Bowling for Columbine nochmal gezeigt. Da hoffe ich, dass wir heute fertig werden müssen, aber eigentlich. Dann habe ich Freistunden, mal gucken, was ich in den Freistunden mache. Irgendwas finde ich bestimmt zum Arbeiten. Und dann habe ich Englisch bei meinen, dann machen wir Lesemappe. Und dann noch Arbeitsstunde 6.3, wird bestimmt wieder super. Arbeitsstunde so kurz vor den Ferien, haben sie immer wahnsinnig viel zu tun. Ja, so, jetzt habe ich hier über 7 Minuten geredet, aber das musste jetzt einfach mal raus, weil es mich wirklich so genervt hat. Ich bin mir sicher, dass einige von euch das nachvollziehen können, dass ihr in euren Klassenkursen auch manchmal so, ja, dramatische Situationen habt, wo die Kinder sich einfach benehmen und man checkt nicht, warum. Also man kann es einfach nicht nachvollziehen. Und ja, hiermit soll das jetzt auch für heute Morgen erstmal reichen. Ich werde jetzt los zur Schule fahren. Vielleicht habe ich Glück und finde noch eine günstige Tankstelle unterwegs. Im Tanken müsste ich eigentlich auch noch. Ja, Hallöchen. Es ist jetzt 14:45. Ich bin seit einer, weiß ich nicht, halben, dreiviertel Stunde zu Hause. Und ja, bin wieder total genervt von meiner Klasse. Es gab wieder Theater. Und ja, wir haben halt einen Schüler bei uns in der Klasse, der, weiß ich nicht, der kriegt es nicht hin, sich irgendwie zu integrieren. Die Mitschüler sind von dem genervt. Es kam sogar die Idee, ob man den kurzfristig mal in eine andere Klasse setzen kann. Und ach, ich finde das so schwierig und so nervig, aber er tut auch irgendwie nichts dafür, ja, dass man ihn mag. Das klingt total gemein, das so zu sagen, aber ich kann verstehen, dass die anderen wirklich genervt von ihm sind und ja, das wird unser Großprojekt, fürchte ich, für nächstes Schuljahr. Ich werde mal versuchen, unseren Schulsozialarbeiter anzuhauen, ob er vielleicht vor den Ferien schon mal mit dem Schüler sprechen kann und ja, also es geht mir einfach auf die Nerven. Wann lernen die denn endlich, wie man normal miteinander umgeht? Ja, schwierig. Dementsprechend, ich hatte vorhin dann auch keinen Bock mehr mit denen noch irgendwie zu filmen. Ich bin dann einfach in meine Arbeitsstunde bei den 6ern gegangen. Die haben Gott sei Dank auch was zu tun gehabt und haben das auch, ja, soweit ganz vernünftig gemacht. Und ja, ich bin für heute durch. Also, was ich noch geschafft habe, ich habe die Kurszuteilung in Englisch für die dann 7er hinbekommen. Da gab es Gott sei Dank nicht so viele Schülerkombinationen, die man unbedingt vermeiden muss. Und ja, das muss ich dann nachher alles noch schön abtippen. Das macht immer super Spaß, die ganzen 1000 Namen da aufzuschreiben. Aber gut, kriegen wir auch alles hin. Und dann habe ich für heute für Schule Feierabend. Ich mache dann gar nichts mehr. Ich bin bedient. Ich werde jetzt meine Tochter abholen. Ich muss noch kurz mit ihr einkaufen, denn irgendwie gestern habe ich ein paar ganz viele Sachen irgendwie vergessen. Und ja, das erledige ich noch. Und ich wünsche euch schon mal einen schönen, erholsamen Nachmittag, denn ich bin für heute raus und sehe euch morgen wieder. Guten Morgen, meine Lieben. Heute wird ein bisschen ein anstrengender Tag für mich. Ich bin irgendwie nicht ausgeschlafen.
Mein Fuß, der macht mir wieder ein paar Problemchen und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe so einen Druck auf dem Kopf und ach, keine Ahnung. Also heute wird bestimmt super. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Stress, der so langsam anfängt abzufallen und mein Körper mir dann halt einfach sagt so, und jetzt ist auch gut, jetzt bist du ferienreif. Ich habe mich gestern auch mit einem Kollegen unterhalten und der meinte auch irgendwie, der ist komplett durch. Aber ich glaube, so geht es momentan vielen, auch unabhängig vom Lehrerjob, ist das jetzt einfach mal so Zeit für einen schönen, netten Urlaub, glaube ich. Ich habe gestern noch mit der Mutter von dem einen Jungen aus meiner Klasse telefoniert, hatte ich ja gestern kurz erwähnt, dass ich so das Gefühl habe, dass der Schwierigkeiten hat, sich so in die Klassengemeinschaft zu integrieren. Habe ihr halt auch gesagt, dass ich versuche, noch mit unserem Schulsozialarbeiter vor den Ferien irgendwie die Möglichkeit zu finden, dass die beiden sich mal zusammensetzen und unterhalten können. Und das ist zum Beispiel eins der Dinge, die ich heute auf meiner Agenda habe, Schulsozialarbeiter finden und Termin vereinbaren. Sonst habe ich eigentlich gar nicht so viel. Also ich habe ein paar Sachen, die ich jetzt auf jeden Fall machen muss. Ich muss die Kurszuteilungen für die dann 7er für Englisch fertig abtippen. Die beiden E-Kurse habe ich schon so gut wie abgetippt. Und da fehlen mir jetzt dann halt noch die Schüler für die Grundkurse. Das muss ich fertig machen, dann muss ich das den Kollegen einmal rumschicken, dass ich nochmal drüber schauen, ob das so in Ordnung ist, bevor ich das an die Schulleitung weiterleite. Dann wollte ich eine Einladung für unseren ersten Elternabend im neuen Schuljahr fertig machen. Da haben wir uns jetzt im Jahrgang auf einen Termin geeinigt. Und dann mache ich als Jahrgangssprecher, mache ich dann halt die Einladung fertig, dass es noch vor den Ferien mit rausgehen kann, dass die Eltern dann auch einfach ein bisschen besser alles planen können. Und was wollte ich noch machen? Achso, ja, ich wollte heute mit den Sechsern nochmal die Stunde nutzen, um so ein bisschen Grammatik zu wiederholen. So die Basics, Simple Present, Present Progressive und vielleicht noch ein Simple Past, muss ich mal gucken. Ich habe ja nur eine Stunde, aber ich wollte jetzt nicht nur irgendwie lustige Spiele reinmachen. Habe ich jetzt die letzten Stunden mit denen immer gemacht. War ja auch in Ordnung, so ein paar Vokabelspielchen und so. Aber vielleicht auch nochmal die Zeit sinnvoll nutzen. Und gerade Grammatik ist ja was, was immer geht, weil das wird ja immer schnell irgendwie vergessen. In meiner Klasse habe ich heute 2 Stunden Englisch. Da werde ich aber kein Englisch machen, sondern wir haben in GL ja das Thema Rom zum Schluss gehabt. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, weil wir das letzte Mal so richtig irgendwie GL-Unterricht hatten. Das ist irgendwie ständig mit Feiertagen ausgefallen. Da war ich zwischendurch krank und alle solche Faxen. Und als Abschluss gucke ich da immer ganz gerne mit den Schülern Asterix erobert Rom. Und dafür wollte ich heute die Doppelstunde dann nutzen. Ich habe ja nachher auch noch GL streng genommen in der 7. Stunde. Aber da muss ich mal gucken, ob ich mit denen ich vielleicht einfach, wenn das Wetter schön ist, ein bisschen Zeit draußen verbringe. Da momentan die Stimmung in der Klasse ein bisschen schwierig ist, ist das vielleicht gar nicht schlecht, wenn die mal so ein bisschen Zeit außerhalb der Klasse dann auch miteinander verbringen, weil in den Pausen da zerfällt dann ja immer so die Gruppe, da ist ja jeder mal woanders unterwegs und so können die vielleicht mal ein bisschen was miteinander machen. Und ansonsten habe ich heute nichts. Mein Nachmittag heute, da habe ich noch überhaupt keine Ahnung, was da irgendwie ansteht. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht ist auch heute einfach mal ein Tag, wo nichts ist. Wäre ja auch mal ganz nett, sich so ein bisschen ausruhen. Ich muss jetzt auf jeden Fall gleich noch einmal hier zu unserem Hermes Paketshop. Da wurde gestern was für mich abgegeben. Ich habe halt immer so ein Glück. Also entweder kommt die Post meistens mittags, wenn ich sowieso in der Schule bin, oder sie kommt halt nachmittags genau in einem Zeitfenster, wo ich dann ausnahmsweise mal doch nicht zu Hause bin. Und gestern kam die halt genau dann, als ich meine Tochter abgeholt habe. Und da muss ich das Päckchen heute abholen. Und heute Nachmittag muss ich auf jeden Fall noch bei DHL auch vorbei. Da wurde nämlich auch noch ein Päckchen abgegeben, was rein zufällig in dem gleichen Zeitfenster angekommen ist. Also ist schon kurios. Ich packe jetzt noch schnell meine Sachen ein und suche mir hier noch ein bisschen Material zusammen, was ich mit den Sechsern nachher in Grammatik mache. Und dann fahre ich los in die Schule. We'll be right back.
So, die erste Stunde ist jetzt schon rum und ich bin soweit eigentlich mit allem fertig. Ich muss jetzt nur noch schnell den Elternbrief für unseren Elternabend fertig machen und dann, ja, kann ich jetzt quasi einen Kaffee trinken gehen. Ich habe in der ersten Pause gleich eine Aufsicht und ja, mal gucken, wen ich jetzt gleich so zum Quatschen finde. Guten Morgen, meine Lieben. Ja, gestern wurde hier nicht gefilmt. Gestern war Fronleichnam und bei uns in NRW ein Feiertag. Ich weiß, es ist nicht überall so. Falls ihr einen Feiertag hattet, hoffe ich, ihr hattet einen schönen. Habt euch erholt und das schöne Wetter genossen. Vorausgesetzt, bei euch war schönes Wetter. Ja, heute ist Freitag. Vorletzte Schulwoche ist quasi mehr oder weniger geschafft. Unterrichtstechnisch bin ich heute recht entspannt unterwegs. Die Neuner haben sich nochmal irgendwie einen Film gewünscht. Sie wollten nochmal eine Michael Moore Doku gucken. Ich habe da mal geguckt bei Amazon Prime oder auch bei Netflix. Nichts zu finden, zumindest nicht irgendwie was Geld kostet. Und ich meine, das Einzige, was ich da gefunden habe, was auch verfügbar war bei Amazon Prime zumindest, ich meine, es war Sicko. Und ja, ich glaube nicht, dass das die Schüler so interessiert, das amerikanische Gesundheitssystem. Ich wollte gleich nochmal genauer gucken, vielleicht finde ich da ja trotzdem noch irgendwie irgendwas. Ja, ansonsten, dann habe ich 2 Stunden frei. Da muss ich mir was für die Sechser überlegen. Da habe ich ja auch heute 2 Stunden. Ich habe am Mittwoch mit denen das Verb Be nochmal wiederholt. Ich wollte heute nochmal was zum Simple Present und zum Present Progressive machen. Und wenn wir das vernünftig hinter uns gebracht haben, glaube ich, können wir dann auch den ja, übrigen Teil der zweiten Englischstunde dann vielleicht draußen verbringen. Heute soll es ja echt sehr, sehr warm werden. Und ja, wir ganz oben unterm Dach. Ich meine, der Klassenraum hat auch noch Sonnenseite. Also da ist vielleicht nicht ganz so ideal, dann noch mit Grammatik irgendwie eine Doppelstunde durchzuziehen. Da schaue ich mal. Ja, ansonsten die Kurszuteilung für die 7er habe ich gestern noch meinem Kollegen geschickt, der die braucht. Also das ist fertig abgearbeitet. Und ja, so richtig was zu tun habe ich dann eigentlich auch nicht mehr. Ich wollte noch probieren, heute für unseren Einschulungsfilm den letzten Clip irgendwie aufzunehmen. Da wollten wir in einem Fachunterricht, also in einem Fachraum, irgendwie noch was aufnehmen. Wir haben 3., 4. Stunde Technik. Da müsste ich mal die Kollegin fragen, ob es auch wirklich so richtig Unterricht macht. Also ob es sich lohnt, da irgendwie ein paar Aufnahmen zu machen. Aber da muss ich mit ihr dann einmal sprechen. Ich hoffe, ich sehe sie vorher noch. Und ansonsten, ach ja, ich habe noch eine spontane Mini-Zeugniskonferenz um 9 Uhr, weil da irgendwie nochmal über einen einzelnen Schüler gesprochen werden muss. Aber das soll wohl nicht so lange dauern. Und ansonsten, ja, heute ist Abschlussfeier bei uns und da werde ich dann, wenn ich nachher zu Hause bin, mich noch für fertig machen, weil so wollte ich da jetzt nicht hinfahren. Und dann bin ich mal gespannt, wie das wird. Also ja, der Jahrgang, mit dem habe ich eigentlich nicht viel zu tun. Ich meine, ich kenne die, seit sie bei uns in der 5 waren, aber ich hatte nie wirklich Unterricht bei denen. Und so vom Namen her und sowas. Ja, man kennt halt so ein paar Experten, sage ich jetzt mal. Aber den Großteil kenne ich nicht. Nichtsdestotrotz fahre ich dann natürlich trotzdem zu der Abschlussfeier hin. Mal gucken, wie lange ich dann da ja, den Abend verweile. Weil ich ziemlich kaputt bin. Ich war heute schon wieder irgendwie um 2:30 das erste Mal wach und konnte nicht wieder so richtig einschlafen. Und ja, es ist heute wieder ein koffeinhaltiger Tag, der mir da bevorsteht. Aber wird schon irgendwie. Ja, ich schaue jetzt nochmal, ob ich irgendwo noch was für meine Neuner jetzt bei Amazon finde. Und ja, wünsche ich euch einen entspannten Freitag. Bis später. Ja, hallo meine Lieben. Ja, ihr seht, ich sehe heute ein bisschen anders aus als jetzt, ein bisschen anders aus als heute Morgen noch. Das liegt daran, dass ich gleich zu unserer Abschlussfeier fahre. Ja, es ist jetzt kurz nach 4, glaube ich. Ja, damit ich noch einen vernünftigen Parkplatz kriege, fahre ich lieber ein bisschen vorher los. Soll ja heute bullig warm werden. Da habe ich jetzt nicht so Bock drauf mit irgendwie 700 Leuten in der Aula. Könnte ein bisschen stickig werden, aber naja, muss man durch. Ich werde versuchen, mir einen Platz irgendwie an der offenen Tür in unseren Mensagarten zu ergattern, dass ich da so ein bisschen Luftzug bekomme. Ja, schulmäßig war heute der Tag recht entspannt und gibt eigentlich gar nichts Spannendes zu erzählen. Ich bin noch echt spät dran. Bin jetzt nur schnell nach Hause, habe mich irgendwie fertig gemacht und ja, muss jetzt auch quasi schon wieder los. Ich hoffe, ihr hattet eine entspannte Woche. Ich wünsche euch ein super schönes Wochenende. Hoffe, bei euch wird es nicht zu heiß. Bei uns soll hier die 30 Grad Marke irgendwie morgen geknackt werden. Naja, ich schau mal. Und ja, ansonsten würde ich vorschlagen,
beende ich jetzt diesen Vlog für diese Woche und sehe euch dann am Montag wieder. Bis dann!